Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Guide zu Assassin's Creed Origins. Und zwar geht es heute darum, unbegrenzte Erfahrung, unbegrenzte Hekatruhen auch nach Patch 1.05 zu erhalten. Vor Patch 1.05 war das mit sehr, sehr wenig Arbeit verbunden. Ging ganz, ganz einfach. Der Trick bestand darin, dass man, bevor man die Quest bei Reda wieder abgegeben hat, die tägliche Quest, die ihr von ihm erhaltet, dass man die Internetverbindung getrennt hat. Dann hat man die Quest abgegeben, hat die Internetverbindung wieder hergestellt und konnte die Quest wieder abgeben. Also bedeutet, man stand also nur bei Reda herum und konnte die Quest immer wieder neu abgeben und hatte so auf die Art und Weise halt unbegrenzte Erfahrungspunkte und unbegrenzte Hekatruhen natürlich. Ist jetzt mit Patch 1.05 anders, aber es funktioniert immer noch. Das ist das Schöne. Als erstes geht ihr also auf die Karte und sucht erstmal nach Reda. Das ist so ein türkisfarbenes Symbol, wie es eben gerade hier auch für Sobek war. Aber meist relativ in der Nähe steht halt dieses Ausrufezeichen in diesem türkisen Feld herum. Das ist Reda. Reda hat, wie gesagt, falls ihr es nicht wisst, tägliche Quests für euch zu absolvieren. Also einmal am Tag könnt ihr diese Quests machen. Erhaltet dafür eine Hekatruhe mit einem besonderen Item, was ihr als Truhe nicht seht. Ihr müsst das Ding nicht extra öffnen, sondern ihr erhaltet direkt das Item, nennt sich aber halt trotzdem Hekatruhe, weil das am Anfang halt so war, dass man da Hekatruhen halt auch einkaufen konnte, kann man glaube ich immer noch. So, die Aufgabe ist, töte alle Leute. So, wir haben uns die Quest von ihm abgeholt. Nachdem wir die Quest angenommen haben, gehen wir offline. Also nachdem ihr die Quest angenommen habt, geht ihr offline. Ob das jetzt PC, PS4 oder halt wie hier in dem Fall Xbox ist, ist ganz egal. Überall habt ihr die Möglichkeit, offline zu gehen. In den Konsolen halt, in den Menüs. Und ja, Gott, beim PC könnt ihr halt immer noch die Internetverbindung kappen, indem ihr halt ja einfach Internet ausschaltet. Oder halt ihr zieht das Kabel oder macht WLAN aus. Je nachdem halt. Also Internetverbindung muss weg sein, nachdem ihr die Quest angenommen habt. Also ihr nehmt die Quest an, trennt dann die Internetverbindung und erfüllt dann die Quest, so wie ich das hier gerade mache. Der Typ ist das da, der muss weg. Und wenn der weg ist, kann ich seinen Tod bestätigen. Und wenn ich seinen Tod bestätige, muss ich als nächstes nach Reda zurück. Also das ist immer unterschiedlich, je nachdem natürlich, wann ihr das macht. Es gibt dann natürlich auch unterschiedliche Quests von ihm, was zu machen ist, wann und wie es die Belohnung gibt. Hier in diesem Fall ist es halt so, dass wir nochmal zu Reda zurück müssen. Es gibt auch Quests, wo wir nicht zu ihm zurück müssen. Hier müssen wir an dem heutigen Tag auf alle Fälle so den Tod bestätigen einmal von dem jungen Herrn da, dass er halt wirklich da dumm herumliegt. Wir erhalten unser Artefakt, wonach gefragt wurde, und das müssen wir jetzt zurück nach Reda bringen. Machen wir auch einfach mal. Werde ich jetzt hier mal kurz einen kleinen Cut setzen. Dann nach Reda zurück. Oh, ich bin jetzt aber nur kurz hier vor der Akro weggefahren, weil die Jungs mir gerade hinten auf den Senkel gehen. Dass der nächste mal auf den Senkel gehen kann. Also machen wir schnell mal hier die Map an. Gucken, wo treibt sich Reda jetzt rum. Wo müssen wir die Quest abgeben? Wo ist es? Da ist unser Questmarker, Antiquitätenschmuggel. Bring das Artefakt zu Reda. So, auch hier werde ich gleich wieder kurz einen kleinen Cut setzen. Da ist unser Schnellreisepunkt gleich in der Nähe von ihm. Und jetzt sind wir auch schon da bei ihm, erhalten als Belohnung die Pharaonenrüstung. Wir haben also jetzt die Belohnung gehalten, haben die Quest abgeschlossen, haben die Erfahrungspunkte bekommen. Und normalerweise war es das an der Stelle. Da wir aber tricky waren und vorher das Internet getrennt haben, machen wir jetzt einfach das Internet wieder an. Also die Quest absolvieren, abgeben, Belohnung einheimsen, Netzwerk wieder einschalten, also Internetverbindung wieder herstellen. Dann dauert das, ja, keine Ahnung, ein paar Sekunden, 10, 20, 30 Sekunden Maximum. Und dann ist die Quest wieder verfügbar. Ich werde das auch beim zweiten Beispiel gleich euch nochmal ein bisschen genauer zeigen, indem wir dann halt direkt im Quest-Journal sozusagen darauf warten, dass die Quest wieder aufpoppt. Das könnt ihr auch machen. Ihr macht einfach das Quest-Journal auf, so wie ich jetzt hier gerade. So, gehen wir mal rüber auf Quest. Und da ist er schon wieder. Da ist die Quest schon wieder verfügbar. Also die wir eben gerade gemacht haben, ist jetzt wieder verfügbar. Und wir werden wieder eine Hekatruhe bekommen und wir werden wieder die Erfahrung dafür bekommen, dass wir das machen. Nur ganz wichtig, jetzt wieder dran denken. Ihr habt die Quest neu erhalten. Macht eine Schnellreise in die Nähe vom Questziel, logisch, und trennt wieder die Internetverbindung. Jetzt trennt ihr sie also wieder. Sehen wir hier auch gleich, mache ich hier gleich sofort. Na, da, so in die Einstellungen rein, Netzwerk. Wie gesagt, sieht auf der PS4 ein bisschen anders aus, beim PC, aber es funktioniert halt bei allen dreien. Offline gehen. So, jetzt sind wir weg. Internet ist wieder aus. Wir haben die Quest zu absolvieren. Mache ich gleich wieder einen kleinen Cut.
So, da sind wir gerade noch runtergefallen und schon haben wir die Quest erledigt. So, Tod bestätigen und wieder zurück nach Reda. Wie gesagt, ist es hier ein bisschen aufwendig, man hat ein bisschen mehr zu tun, aber dafür kriegt ihr jedes Mal eine Heka-Truhe. Ne? Also es gibt wirklich jedes Mal eine Truhe mit einem coolen Item drin. Plus, wenn ihr noch am Leveln seid, kriegt ihr auch noch jedes Mal die EP dafür. Ne? Das sind jedes Mal 1500 EP und einen Gegenstand. Lohnt sich auf alle Fälle. Kommt natürlich immer darauf an. Ihr habt es jetzt gerade gesehen, das waren auch unterschiedliche Stellen, wo man hinten geschickt wurde. Das ist also auch ein bisschen unterschiedlich. Jetzt sind wir auf einmal in Kroko... Wie hieß es? Kroko, die... Oh, Krokodipopolis? Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Ne? Klingenzepter gibt es als Belohnung. Ich muss das nächste Mal auf den Ort Krokodilopolis. Ah, Krokodilopolis. Wunderbar, wurscht. Haben wir wieder ein paar lustige Kommentare. Hey, Güdi, wie hast du das ausgesprochen? Ne? Leute, lebt mit, sage ich mal an dieser Stelle. Das Entscheidende ist, wir haben eine zweite Belohnung. Und nicht halt täglich, sondern halt innerhalb von 5 Minuten. Gehen ins Netzwerk, sagen... wieder online gehen und warten darauf, dass die Quest wieder verfügbar ist. So, gehen wir mal rein. Gucken wir mal rüber zur Quest. Momentan ist er nicht da. Machen wir jetzt hier in Realtime. Ich warte und warte und warte. So, jetzt sollte es ungefähr sein. Ja, ihr könnt auch einfach direkt im Quest-Screen warten. Das habe ich also auch schon gemacht. Einfach im Quest-Screen gewartet. So, da ist er immer noch nicht. Da ist er. Da. Ups, da ist er wieder. Also... 10, 20 Sekunden oder was, nachdem ihr die Internetverbindung hergestellt habt, habt ihr die Quest wieder verfügbar und könnt neu euch Items und EP farmen. Finde ich eine super sahne Geschichte, weil es ist ein Offline-Spiel. Also ob man das jetzt als Cheat nutzen bezeichnen möchte, ich weiß es nicht, ganz ehrlich gesagt. Das ist allein für euch, macht ihr das, wenn ihr Bock drauf habt, dann macht das und wenn ihr keinen Bock drauf habt, lasst es sein. Weil, wie gesagt, bei reinen Offline-Spielen, also wo es einfach wurscht ist, finde ich sowas ehrlich gesagt nicht verwerflich. Wenn man darauf Bock hat, dann macht man es, weil macht ja auch Spaß, immer wieder zu gucken, hey, was kriege ich heute für eine Überraschung? Ist ja wie ein mehrheitliches Weihnachten, nennen wir es einfach mal. So, ich gehe hier in der Zwischenzeit schon wieder dazu, über meine Internetverbindung zu trennen. Das dürft ihr halt nicht vergessen, weil sonst müsst ihr halt auf den nächsten Tag warten und dann am nächsten Tag halt das Ganze wiederholen. Ja, ich hoffe, der kleine Guide hier hat euch geholfen und gefallen. Wenn ihm so war, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht habt, dann verpasst ihr nämlich hier kein neues Video und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten wieder dabei. Ich verabschiede mich bis dahin und sage so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.